Ja, und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play The Walking Dead. Ihr seht es im Hintergrund mit, hier unten steht Übersetzung von www.schote.biz. Ja, hab mir halt eine Übersetzung geholt, dass das komplette Spiel ist halt auf Englisch und inklusive auch der Untertitel und das gibt so normal halt keine deutsche Sprachausgabe sowieso nie, aber auch keinen deutschen Untertitel. Habe ich mir von der Seite halt eine Übersetzung geholt, dass man das auch mitkriegt, weil vieles habe ich dann in den Gesprächen sonst auch nicht verstanden. Ja, so Walking Dead, so Zombie-Apokalypsen-Spiel ist das? Nee, halt... Ja, Zombie-Apokalypse. Und hier allerdings ein bisschen anders, so wie ich das mitgekriegt habe. Man hat bei dem Spiel sehr viele, oder was heißt sehr viele, man hat auf jeden Fall Möglichkeiten, wo man sich entscheiden kann. Und das Spiel reagiert wohl auch wirklich dann, der weitere Spielverlauf, recht stark auf die Entscheidungen, die man selber trifft. Das ist zumindest das, was mir bis jetzt so bekannt ist. Ich habe selber so ungefähr... Mal, was habe ich, ich glaube 15 Minuten oder sowas angespielt, habe direkt gemerkt, boah, wie geil. Und hier sehen wir es, hier sehe ich aber nie, wie lange ich gespielt habe. Da ist einfach nur der erste Episode 1, da habe ich mal 15 Minuten oder so angespielt. Und ich fand es einfach nur geil. Gibt ja dazu auch ein, also ursprünglich war es ein Comic, zu den Comic ist dann glaube ich die Serie entstanden, die ja auch zurzeit läuft und dann das Spiel dazu irgendwie noch. Oder das Spiel nach dem Comic, keine Ahnung. Er erzählt allerdings eine Story parallel abseits von Comic und Serie, sodass jeder, der so wie ich auch davon von den Comic vor allen Dingen nichts kennt, kein Problem hat, hier einzusteigen. Und allerdings trotzdem die, die den Comic kennen, ab und zu wohl mal so einen Aha-Effekt haben. Was allerdings, wenn man das halt nie hat, wenn man die Comics nicht kennt, keinen weiteren Auswirkungen hat oder negativ dann irgendwie ist. Schauen wir mal. Ja, ich würde mal sagen, neues Spiel und auf gutes Gelingen. Los geht's. Episode 1, ein neuer Tag. Die alte Olle sieht irgendwie sauer auf uns aus. Und los geht's. Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment The Walking Dead. Episode 1, ein neuer Tag. Wir sind irgendwo auf dem Highway. Schwarzer in einem Polizeiwagen. Written by. Geht alles zu schnell. Was guckst du doof? Well, I reckon you didn't do it then. Warum fragen Sie, was wissen Sie über Vermutung, bla 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 bla. Eins. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Und was haben Sie geantwortet? Nicht von mir, wirklich immer. Was haben And Sie what geantwortet? Do you say? I say, yep, I know you didn't. We got what looks like a 1091E near Peachtree, exit 285. All cars asked to keep on the lookout. Ja, nach einem bösartigen Tier Ausschau halten und jetzt können wir hier schon, können wir hier, ah ja, Rückspiegel betrachten. Da starren wir den wieder an. Followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. Sie sind also aus Macon, also haben Sie eine Meinung? You're from Macon then. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Be advised, medical personnel is a heart
Okay, wir hören jetzt. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. Ah, schön hier meet so. Meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Oh. Ja, klar. Bleiben wir mal freundlich. Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. So, jetzt zwischendurch, was kann ich hier jetzt eigentlich? Ach so, I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Wahnsinn. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Oh my God! Verdammt, Digga! Was zur Hölle? Beruhigende Geräusche, die man da am Rande hört. Oh, shit. Thirsty. Ah, fuck. My leg. Okay, jetzt können wir hier benutzen die Maus, um umzusehen, um einen Weg hier herauszufinden. Ja, jetzt können wir uns mal umgucken. Ja. Schön hier, der alte Cop, der wahrscheinlich kurz vor der Pensionierung stand und dann nur noch hier für so Arbeiten, sag ich mal, rangezogen würde, wie diese hier. Verbrecher ins Gefängnis zu fahren. Sehr redselig, der Gute. Allerdings sollte ein bisschen mehr auf den Verkehr achten. Jetzt stellt sich natürlich aber die Frage, wie ist denn der hier rausgekommen? Das sieht nicht so aus, als ob der da rausgeschleudert wird. So. Why the hell did he have his gun out? Genau. So, was haben wir da denn? Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Ja? He's not moving. He must have the handcuff keys on him. Ah, okay, öfter he must have the handcuff keys on him. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Das kann natürlich sein. Jetzt kann ich das auch gar nicht mehr. Nee. So, da kommen wir ja eh nie ran. Unsere Handschellen. Damn it. Ja, das ist, das Spiel ist hier so diese Cell-Shading. Ist das Cell-Shading? Ja, ist glaube ich so Cell-Shading-Grafik. War am Anfang, wo ich das angespielt habe, dachte ich mir so, ob das so wirklich passt. Kommt aber wirklich ganz gut.
Also mir gefällt das dann echt gut. Ab. Und jetzt hier einfach mal. Hopp. Die Steuerung ist auch recht simpel. Man braucht eigentlich nur die Tasten 1 bis 4 für die Antworten, was die Spiele angeht. Und dann, ich glaube, nur die linke Maustaste und Scrollrad. I need to drag myself out that window. Ja, ja, ja. Na, dann mach das doch. Hallo? I need to Ach so. Nee, WASD brauchen wir natürlich noch, um uns zu bewegen. Ja, wenn wir uns jetzt vorwärts bewegen, geht der halt in Richtung... Schauen Sie zu dir und Sie benutzen das Mausrad. Aber ich kann ja schon... Um eine Aktion soll da drüben, glaube ich, stehen. Hier fehlt irgendwie ein bisschen was oder ist die Schrift einfach verrutscht? So, und rausklettern. Sieht alles sehr sicher aus. Benutzen Sie W-Vorwärtstaste, um sich um das Auto zu bewegen. Ja, auch sehr geil. Der kann halt nie auftreten, deswegen muss er hier ein bisschen humpeln. Aber als erstes will ich mir unbedingt die Knarre holen. Man weiß ja nie. So, jetzt geht's wieder einigermaßen. Patronenhülse? Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool gemacht, ja. Mit so einer Verletzung kann man sich halt... Na, kann ich die auch rauskommen? Looks empty. Ja, wir haben ja eine... It'll be easier to carry with these cuffs off. Ach so, ja gut, ja, okay. Hier sehen wir, wir haben die Patrone aufgehoben und... Officer? God damn. Sieht gut aus, als ob die herausgeschleift wurde. So. Officer? Ja. Ja, und da sind nur die Schlüssel, die schnappen wir uns doch direkt mal. Und... Ja, wir müssen hier dann halt immer alles... Das... als ich das hier das erste Mal so gespielt habe, das ist auch so. Ja, man weiß, hier geht es ja nun mal um Zombies. Das ist ja nun mal bekannt. Und die Schlüssel fallen denen genau vor Mund. Das ist so... Ja. Hopp. Mann. Gut, er selber weiß nie, dass es um Zombies geht, aber trotzdem. Und Handschellen weg. Achso, ja, die natürlich bitte auch noch. Los. Los. Officer? Oh Gott! Holy shit! What in the hell? So, wir haben uns jetzt... Get away from me! Schnapp dir die Knarre! Nachladen! Nein! Oh. Heb den Scheiß auf! Heb das auf! Der ist gleich da. Don't make me do this! Huch. Nimm die mit! Nein! Man. Ist das... Ach, das ist ein kleines Mädchen. Mysteriöse Figur. Zurufen. Help! Go get someone! There's been a shooting! Jetzt haut die ab. Was ist jetzt? Hä? Oh oh. Jetzt aber schnell weg. Alter. Oh Gott.
Okay, die reagieren offensichtlich auf Lärm, beziehungsweise auf die Schüsse. Die Zombies sehen trotz allem ganz gut gemacht. Oh, ah, dort hinten. Anybody? Dort im Hintergrund ist Rauch da.